Im letzten Video habe ich über meine Top Reads des Jahres gesprochen und in diesem Video wollte ich über alle Neuerscheinungen reden, also alle neuen Manga, die 2023 erschienen sind. Und wir fangen direkt an mit einem Manga, über den ich gefühlt in jedem Video rede, und zwar Goodbye Eri. Guck das Fujimoto Ranking einfach an, ich habe da schon so oft drüber geredet, ist mein liebster One-Shot und ich empfehle es eigentlich fast immer. Lest unbedingt Goodbye Eri, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, also riesige Empfehlung von mir. Bleiben wir direkt bei den One-Shots, und zwar Heroes von Inio Asano. Ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, hatte ich so das Gefühl, aber ich mochte den Band eigentlich sehr gerne. Vor allem die Farbseiten in diesem Rot ist ja auch vor allem so oft bei den Jojo-Bänden so. Und ich mag generell diese ganze Kulisse. Also ich bin auch so ein Freund von so netten Gestalten, die aber total psychisch drauf sind. Also ich liebe dieses Horror-Element irgendwie voll gerne. Und wie es sich dann immer wieder wiederholt und dann dieses Episodische, das ist einfach mega cool und ich mag Heroes eigentlich sehr, sehr gerne. Und ist in meinen Augen sogar eigentlich ein bisschen underrated. Also ich finde, darüber wird irgendwie viel zu wenig gesprochen. Ist jetzt auch nicht mein absolutes Highlight gewesen, aber ich hatte mega viel Spaß damit und ich habe es dann auch nochmal gereadet. Und ich finde es eigentlich echt cool. Ich mag vor allem diese ganzen Character-Designs hier, auch hier hinten. Und generell diese ganze Aufmachung ist einfach mega schön. Deswegen gibt Heroes mal eine Chance, wenn ihr sowas komplett anderes lesen wollt. Ist auf jeden Fall sehr eigen und ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen aneckt und nicht jedem gefällt, aber ich fand es eigentlich ganz cool für das, was es halt war. Kommen wir nun zu einem Manga, der vor allem für die One Piece Fanboys sehr cool war. Und zwar One Piece Episode of Ace. Ist von Boichi gezeichnet worden und vor allem dieses Cover ist einfach mega schön. Und irgendwie macht mich der Band auch so ein bisschen traurig, weil ich manchmal irgendwie sehe, wie viel Potenzial eigentlich noch in One Piece steckt, wenn man diese ganzen Zeichnungen einfach mal auf ein komplett anderes Level heben würde. Also jetzt nichts gegen Oda, aber Boichis Zeichnungen sind halt einfach komplett geisteskrank. Und auch wieder hier so schön. Das Einzige, was ich nicht so sehr mag, ist generell dieses, ja, edgy Element, was er manchmal hat. In Band 1 war es jetzt nicht so, aber halt in Band 2 halt durch Nami und Kalifa. Aber sonst mega schön. Und auch diese ganzen Emotionen, die da immer mit eingebracht werden, fand ich richtig cool. Und auch wie die Charakter designt worden sind. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall mal reinlesen, wenn ihr One Piece mögt. Weil ich finde, es ist eigentlich ganz cool. Hat halt auch nur 2 Bände. Könnt ihr sehr schnell durchlesen und macht echt viel Spaß. Und man erfährt auf jeden Fall noch mehr über Ace und seine ganze Piratencrew und diese ganze Bindung zu Whitebeard. Ist richtig cool. Also hat mir mega viel Spaß gemacht. Kommen wir nun zu meinem größten Highlight, würde ich sagen. Und zwar Alice in Borderland. Ey, es gab, glaube ich, keinen Manga dieses Jahr, der mich irgendwie so jedes Mal geflasht hat wie Alice in Borderland. Es hat mich halt auch das ganze Jahr über begleitet. Also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Jahreshälfte. Und wir sind fast durch. Jetzt schon Band 7. Ist dann auch mit 9 Bänden abgeschlossen. Und ey, ich finde, Alice in Borderland hat eigentlich alles. Es hat mega coole Charakter, cooles Character Development, viele Plot Twists. Auch diese ganze Welt ist super interessant. Diese ganzen Antagonisten sind mega cool. Und ich liebe einfach generell diese Story und diese ganze Aufmachung. Ist einfach super interessant. Und vor allem Ryohai ist so ein nicer Protagonist, also ich mag Ryohai mega gerne. In dem Band geht es zum Beispiel auch gar nicht um Ryohai, aber es ist trotzdem super spannend. Generell diese ganzen Nebengeschichten, die erzählt werden, sind einfach super intens oft. Und auch wenn ich die am Anfang nicht so sehr mochte, mit der Zeit fand ich sie eigentlich immer besser. Und ich bin echt an dem Punkt, wo ich sagen würde, Alice in Borderland wird halt auch irgendwie immer besser. Also es wird halt immer cooler und das, obwohl es so krass gestartet ist. Also riesige Empfehlung, wirklich. Ich lese es immer direkt, wenn der neue Band rauskommt. Ist für mich gerade so mit das Spannendste, was es gerade so aktuell gibt. Aber ebenfalls spannend für mich war vor allem Zapman. Ist für mich so eine kleine Überraschung gewesen, weil ich habe es mir einfach geholt durch viele Empfehlungen. Und ich dachte, ja, könnte ganz cool werden. Und auch wenn ich das Cover sehr cool finde, hatte ich jetzt nicht so die größten Erwartungen daran. Aber Zapman hat mich so krass abgeholt. Wirklich, ich habe letztens auch den 3. Band gelesen und auch der war wieder richtig geil. Ich finde, es ist manchmal ein bisschen schwer zu durchschauen. Aber vor allem dieses Paneling und diese Zeichnungen sind einfach super. Und auch wenn ihr vielleicht gar nicht so viel mit diesem Superhelden-Genre anfangen könnt, ist diese ganze Bindung der 3 Charaktere mega interessant. Also von Zapman, von dem Deutagonist und von seiner Schwester. Das liebe ich extrem an Zapman. Ich mag Zapman einfach super gerne und ich mag auch das Pacing. Und es ist für mich auch so eine Reihe, die ich irgendwie immer direkt lese. Und die mich auch irgendwie immer so mega im Bann hält. Und das, obwohl die Bänder eigentlich relativ dick sind, lese ich die meistens immer so direkt an einem Stück irgendwie durch, weil es mich einfach super reinzieht in diese ganze Welt. Und ich bin mega gespannt, wie das Ganze irgendwie endet. Man bewegt sich gerade ein bisschen auf einer Stelle, beziehungsweise man will halt sehr viel gerade erklären. Deswegen bin ich mega gespannt, wie das hier noch alles weitergeführt wird. Also gibt Zapman auf jeden Fall eine Chance. Es ist halt ein bisschen teuer, aber ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Machen wir weiter mit DRCL und das ist, finde ich, somit der schönste Manga, den ich in meiner ganzen Sammlung habe. Also ich liebe diese ganze Aufmachung, ich habe da auch schon in dem Cover-Video, glaube ich, drüber gesprochen
Und die SEL, ey, ich muss nochmal erwähnen, es sieht so cool aus, ne? Dieser Raffel-Look und dann hier dieses Blutrot da oben und dann, dass es auch noch so eingestanzt ist. Mega schön. Generell, Sakamoto kann einfach super gut zeichnen. Diese ganzen Zeichnungen hier drin sind einfach auch super schön. Ich liebe auch diese ganze Welt, dieses fast schon so britisch angehauchte. Ich habe keine Ahnung, was sich das jetzt genau entwickeln wird. Es geht halt um Vampire. Und ich mag auf jeden Fall diese ganze Aufmachung und wie das alles beginnt. Ich habe eigentlich super viel Lust, das weiterzulesen. Leider erscheint der neue Band erst nächstes Jahr, deswegen halt nur der erste Band. Aber lest mal den ersten Band und guckt, ob es was für euch ist. Ich kann verstehen, wenn man es nicht so ganz fühlt. Es ist für mich auf jeden Fall eine riesige Empfehlung und eine Sache, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ich muss nochmal erwähnen, aber wie geil sieht das hier bitte aus? Ich liebe diese Edition wirklich, die ist super schön. Jetzt kommt eine Reihe, die dieses Jahr begonnen wurde und dann auch noch dieses Jahr beendet wurde. Und zwar NGE. Ist auf jeden Fall eine Reihe, die sehr diskutabel ist. Vor allem dieses ganze Ende. Ich muss sagen, es hat mich am Ende ein bisschen verloren. Also vor allem so die letzten zwei Bände, da hatte ich so meine paar Probleme mit. Aber generell muss ich sagen, diese ganzen Designs, diese ganze Welt und so und wie auch die Evas gebaut sind, sind einfach super cool und spielen ja heutzutage immer noch so mega die Rolle. Und das, obwohl es halt so alt ist. Ich will trotzdem sagen, es ist an manchen Punkten vielleicht ein bisschen schlechter gealtert. Also es gibt halt, wie schon mal gesagt, so ein paar Probleme, die ich habe. Habe aber schon oft gehört, dass Leute damit gar kein Problem haben. Also müsst ihr einfach nur selbst gucken. Aber vor allem dieser ganze Anfang bis zur Mitte, da fand ich NGE richtig gut und hat mir immer mega viel Spaß gemacht. Vor allem diese ganzen Kämpfe und das Pacing ist einfach super gut in NGE. Ich denke, man kann es auf jeden Fall mal anfangen und dann schauen, ob es was für einen ist. Muss man mal gucken. Gibt es auch in so einer coolen Box, da habt ihr direkt alle Bände. Müsst ihr halt mal schauen, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Read, würde ich sagen. Ein interessanter Read ist ebenfalls Homunculus. Habe ich in meinem letzten Video schon drüber geredet. Schaut da einfach mal rein. Ist auf jeden Fall auch eine Reihe, die für mich irgendwie so ein bisschen gerade auf einer Stelle tappt. Muss ich jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Trotzdem liebe ich dieses ganze Konzept einfach darüber, dass er einfach so ein Loch hier vorne in die Stirn bekommt und dann einfach Homunculi sieht. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Nächstes Jahr wird er dann beendet werden und ja, mal schauen, wie es dann am Ende sein wird. Ist auf jeden Fall was Besonderes. Welche Reihe mich aber so shonen-technisch sehr krass überzeugt hat, ist Dandadan. Ist im Gegensatz zu Homunculus für mich eine Reihe, die ein bisschen schwächer angefangen hat, aber mittlerweile an einem Punkt ist, wo ich Dandadan absolut liebe und wo ich mich immer über jeden neuen Band freue und ich so oft am Überlegen bin, ob ich es sogar weekly lesen soll, weil ich Dandadan echt mega cool finde. Ich liebe diese ganzen Zeichnungen, ich liebe diese ganze Welt und obwohl der Humor mich nicht immer catcht, mag ich doch irgendwie die Charaktere, weil sie oft irgendwie so simpel sind und diese ganze Beziehung, die sie zueinander haben, einfach super cool ist. Ich weiß nicht, was ich von den anderen Nebencharaktern halten soll, also von diesem einen Mädchen und von dem hier. Muss ich mal schauen, der ist jetzt ja auch generell ganz neu, aber vor allem die beiden Protagonisten, die mag ich sehr, sehr gerne und deren Bindung zusammen ist einfach mega cool. Kommt auch bald ein Anime von raus, also wenn ihr da noch so ein bisschen am Hadern seid, könnt ihr einfach mal gucken, ob der Anime was für euch ist. Der Anime sah nämlich auch eigentlich ganz cool aus und ja. Dandadan auf jeden Fall eine Reihe, die für mich irgendwie immer cooler wurde. Machen wir mal weiter mit etwas Düsterem und zwar Suffocatingly Lonely Death. Habe ich glaube ich auch schon oft drüber gesprochen. Er ist von dem Duo, das auch schon Killer in Zeit gemacht hat und ich finde Killer in Zeit super geil. Deshalb habe ich mega Bock auf diesen Read. Ist bisher nur ein Band draußen, deswegen man kann es noch schlecht beurteilen, aber falls ihr Killer in Zeit mögt, lest auf jeden Fall das und gebt den generell mal eine Chance, weil Killer in Zeit war echt mega geil, deswegen ich habe Vertrauen, dass das hier auch sehr, sehr heftig wird und ich freue mich mega darauf, wie das hier noch alles weitergeführt wird. Und zu guter Letzt wollte ich noch über drei Manga reden, die für mich sehr besonders waren. Und zwar finde ich schön, wie wir dieses Jahr sehr viel Sportmanga-Support bekommen haben. Ich finde Sportmanga generell sehr underrated und sie können so mega cool sein. Und wir haben dieses Jahr echt viele coole Neustarts bekommen. Und zwar einmal iShield 21. Da geht es um Football und auch wenn ich nicht so mega drin bin im Football, finde ich iShield 21 eigentlich oft sehr lustig und ich mag auch generell den Hauptcharakter. Auch dieses ganze Thema rund um Mobbing und wie er dadurch einfach so schnell geworden ist, habe ich auf jeden Fall noch weiterhin sehr viel Bock drauf. Dann Medalist, es geht ums Eiskunstlaufen. Ich glaube, da habe ich auch schon drüber geredet. Und auch wenn ich so gar nicht in Eiskunstlaufen drin bin, hat mir Medalist super gefallen. Ist auch ein Band, wo man echt lange dran sitzt. Ist auch sehr dick, finde ich eigentlich, für so ein normales Band. Ich mag auch generell diese Chemie, die die beiden hier haben. Und zwar, er ist ihr Trainer und bringt ihr dann quasi dieses Eiskunstlaufen bei, weil er zu spät damit angefangen hat. Ist eigentlich auch eine ganz coole Thematik. Und ich denke, man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben, auch wenn es halt quasi nur Eiskunstlaufen ist und vielleicht nicht viele davon irgendeinen Bezug zu haben, ist es auf jeden Fall eine Sache, die man im Auge behalten sollte. Und dann natürlich, ne, Slam Dunk. Kam jetzt auch letztens der Film raus, den habe ich auch schon gesehen, war sehr cool. Aber auch Slam Dunk hier ist für mich einer der lustigsten Bände, die ich jemals gelesen habe. Wirklich, Hanamichi ist so funny. Ich liebe Inoue generell und ich habe so krasse Hoffnung in Slam Dunk und ja, ich habe mega Bock. Es erscheint monatlich jetzt auch erstmal am Anfang. Ihr müsst eigentlich alles Slam Dunk lesen, so.
Das ist einfach mega krass. Das war's mit diesem Video. Ich denke, das nächste Video wird eine Haul werden. Dann ist es mit dem Jahr auch erstmal um. Auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit, falls ihr Weihnachten feiert. Und falls nicht, generell ein paar schöne freie Tage. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und ciao.